Thank you. And please visit again. Ja, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinschaut hier auf Prozessor Welten. Zu dieser doch so weihnachtlichen Stimmung. Lang dauert es ja nicht mehr. Dann haben wir das Jahr 2020 auch hinter uns. Ihr seht es schon, ich bin hier unterwegs auf Jela mit meinem Ursa Rover. Denn heute wollen wir mal eine Frage beantworten, die wo wahrscheinlich viele Besitzer der neuen Nomad auf der Zunge liegt. Und zwar wollen vielleicht sicher viele wissen, passt der Ursa Rover hinten in die Nomad rein? Und genau das probieren wir jetzt aus. Ich bin jetzt da ein bisschen umeinander brennt hier auf Jela, weil es doch so winterlich ist hier. Okay, wenn man es richtig schön weihnachtlich haben will, dann fliegt man natürlich auf Microtech. Hier steht meine Nomad, mein absolutes Lieblingsschiff momentan. Ich mag sie, manche hassen sie. Ich liebe das Schiff. Und jetzt wollen wir schauen, kann man uns, beziehungsweise könnt ihr euren Rover mitnehmen oder nicht? Die Frage interessiert mich natürlich auch. So könnt ihr immer schön klein handlich mit der Nomad rumfliegen und braucht ja nicht die ganze Zeit mit der großen Freelancer fliegen. Was heißt groß, ist ja die nicht im Vergleich zu den ganz anderen Schiffen, was da gibt. Aber jetzt schauen wir es mal. Jetzt haben wir erstmal die Ladeplattform hinten von der Nomad öffnen. Beziehungsweise runterfahren. Open Cargo Bay. Fahrt sie runter, sie hubbert ja. Das ist ja so ein, soll man sagen, so ein Merkmal von der Nomad. Und dann probieren wir es mal, ob wir reinkommen, ne? Schauen wir mal. Die Frage brennt mir schon lang unter die Nägel. Ich bin bloß immer noch nicht dazugekommen, das mal auszuprobieren. Und für alle, die ebenfalls diese Konstellation besitzen, Ursa Rover und die Nomad. Viele haben sie ja die Nomad jetzt gekauft. Wird sich diese Frage jetzt gleich beantworten. Ich gehe jetzt mal in Außenansicht, weil so glaube ich, kann ich besser einpacken. Sollte vielleicht meine Luken alle zu machen. Close Exterior. Passt. So, dann schauen wir mal. Schauen wir schon fast ein bisschen eng aus, das Ganze. Ich glaube gar nicht, dass es geht. Nein, es geht nicht. Ich probiere jetzt mal noch ein paar, vielleicht ein bisschen mittiger anfahren. Aber ich glaube, da bleibt uns der Schnabel trocken. Nein. Hoppala. Fangen wir gleich das Backen, oder Bursche? Keine Chance. Also der Ursa Rover passt nicht in die Nomad rein. Wäre ja zu schön gewesen. Vielleicht die kleineren Überlandfahrzeuge. Müssen wir probieren. Kann ich vielleicht nochmal Videos machen. Definitiv passt der Ursa Rover. Übrigens ein tolles Landfahrzeug. Also mir gefällt der wirklich gut, auch vom Ding und dem Fahrzeug wirklich gut. Aber der passt nicht hinten rein. Ja, wir können es jetzt einmal nochmal vom Cockpit ausprobieren. Aber ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Er ist einfach zu breit. Und die Ladebucht, die ist einfach zu schmal. Nö, keine Chance. Seht ihr es? Leider nicht. Leider nicht. Und jeder, der was auch gehofft hat, den muss ich diese Hoffnung nehmen. Das funktioniert nicht. Ich meine, vielleicht, wenn man irgendwie weiter runterstellt, die Nomad, und dann irgendwie hinten reinspringt oder so, aber dann kommt man nicht mehr runter. Das war jetzt ein Blödsinn. Also auf dem normalen Weg bringt es nicht eine. Er passt ja einmal frei in die Freelancer Max rein. Für den Fall, dass das einige von euch noch nicht wissen. Freelancer Max ist ja kein Problem nicht, der Ursa Rover. Okay, also hier in die Nomad passt er nicht rein. Leider. Ich hätte mir schon fast gedacht, ich bringe ihn rein. Deshalb habe ich ja das Video gemacht, aber es ist leider so, dass es nicht funktioniert. Macht aber nichts. Der Versuch war es auf jeden Fall wert. Ja, das war es dann eigentlich schon zu dem Video. Es war ein kurzes Video, aber vielleicht doch für den einen oder anderen interessantes Video, weil vielleicht hat sich der ein oder andere von euch auch die Frage gestellt, passt er nicht? Und ich habe es selber gesehen, er passt nicht rein. Leider Gottes. Ja, okay, Leute. Wie immer, gebt mir ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Haut mir einen Kommi unter das Video. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und so weiter und so fort. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Macht es gut, bleibt gesund. Ciao, bis zum nächsten Video.